Wenn man den liebevollen Spitznamen Big John trägt und den 60. Geburtstag feiert, dann kann es schon sein, dass die Anzahl der Gratulanten, die Größe der Geschenke, die Schar an Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie die Qualität der servierten Speisen und Getränke etwas größer dimensioniert sind als bei üblichen Geburtstagsfeiern. So geschehen in Andau, als Hans Scheibelhofer, einer der meist ausgezeichneten und bekanntesten Winzer des Burgenlandes, seinen 60. Geburtstag feierte. Mit 60 sind schon so manche in Pension, die meisten denken zumindest daran, kein Thema aber für Hans Scheibelhofer. Zurzeit habe ich so eine gute Arbeit, so gute Hoffnung, die gönne ich keinem anderen. Aus dem Grund bleibe ich noch. Es gibt aber sicher Höhepunkte in deinem Leben. Was ist denn so ein Wein, an den man sich erinnert oder immer erinnern wird? Oder was sind denn so die Erfolge, an die man sich immer erinnern wird? Na, wenn man beim heutigen Tag anfängt, ist es sicher der schönste Tag meines Lebens. Da fällt mir der Geburt des Sohnes ein, bei meinen Auszeichnungen. Ja, wenn wirklich man ja, ein Leben gelebt hat mit all dem Hin und Her, mit nicht einfach war, der Familie, der Frau, allem, und trotzdem ja, Freunde hat, dann ist das für mich einfach die schönste Erinnerung, wo ich zurückgreifen kann. Einer der wohl profiliertesten Kenner der Scheibelhofer Weine ist Landtagspräsident Walter Prior. Die Bezeichnung Big John, die seine Söhne erfunden haben, ist eine Markenqualität, die aus dem burgenländischen Rotwein nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist auch gut so, dass sich das Haus mit der Marke Big John verbindet und weit über die Grenzen des Burgenlandes bekannt geworden ist. Viel Lob für Betrieb und Winzer auch von Landeshauptmann Hans Nissl. Diese Brücke zwischen Tradition und Innovation, dokumentiert durch den Senior und auch durch die Kinder der Familie, zeigen, dass das der erfolgreiche Weg ist, dass man diesen modernen Weinbau mit dem traditionellen Weinbau verbindet, auf Qualität achtet und hervorragende Produkte auf den Markt bringt. Und dazu kann man nur gratulieren. Eines der Erfolgsgeheimnisse des Betriebes ist die Symbiose aus Tradition und Innovation. Er bemüht sich sogar, sein Wissen, seine Erfahrung weiterzugeben, alle anderen Winzer einzubinden. Mit einem Wort, er ist einer, dem wir heute großes Lob zollen dürfen und wir uns mit ihm sehr, sehr freuen und hoffen dürfen, dass er auch weiterhin so große, tolle Weine für die vielen Weinliebhaber kreieren wird. Dafür, dass Firma und Familie nicht die Bodenhaftung verlieren, sorgt die Seele des Hauses Maria Scheibelhofer. Als Mutter fühlt man sich gut, als Gattin geht es auch, ich kann euch sagen, mit drei Männern, das ist nicht so einfach. Erstens einmal sind es alle drei in Jena, mit drei Wassermännern, da musst du mal durchkommen. Gott sei Dank bin ich ja wieder, sind es da, die mich schwer. Und am schönsten ist, wenn sie alle drei aus dem Haus sind, weil dann bin ich der Chef.